Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und wir sind hier natürlich wieder bei Melody, die gerade schwanger ist. Und sonst sind die Kids gerade, denke ich, ganz wohl auf und eventuell werden am Montag schon wieder Kinder gealtert. Denn die sind eigentlich sogar ganz gut auf einem guten Weg. Ja, ja. Oh, was ist denn hier passiert? Ups. Naja, müssen wir wohl ersetzen. Ihm fehlt nur noch Fantasie. Finde ich gut. Wir sind in Folge 80, ne? 80! Wie kann das sein, ey? Boah, kommt mir überhaupt nicht so vor. So, und sie ist jetzt fertig, ne? Jo, sie ist fertig. Dann kann sie erstmal pennen gehen, bis ihre Mama aufwacht. Und dann, kann sie gealtert werden, yay! Er hat's auch geschafft. Nice, dann kann er auch nochmal pennen gehen. Obwohl Mutti ist schon wach. Mutti ist wach. Du musst nicht pennen gehen. Ich hoffe, wir haben noch einen Kuchen. Dann kann sie schon mal aufstehen. Happy Birthday to you. So, und er ist ein Genie. Und sozial. Happy Birthday to you. Und sie ist ein Vielfraß. Und kreativ. Let's go. In den Creator-Sim. Eigentlich hatte sie eben braune Haare und jetzt auf einmal wieder schwarze, aber passiert. So, und die können natürlich schon ihre Hausaufgaben machen, like always. Und Post ist schon da und Rechnungen, ach, die sind ja in Ordnung eigentlich für unser Grundstück. Ach ja. Oh, sie kriegt ja schon fast ihr Kind. Ups. Vielleicht wird das ja noch diese Folge was. Schulprojekte und die beiden sind Zweierschüler. Ey, das ist richtig gut. Oh, es blinkt schon. Oh je. Auf geht's. Moin, moin, liebes Krankenhaus. Kann jetzt mal ihr Kind hier rauspressen, bitte? Vielen Dank. Ein Mädchen. Und wir nennen sie... irgendwie kommt da keinen Namen, wo ich mir denke, so, yes. Oh, Melody. Ha, lustig. Wir können unser Kind nicht auch mit Melody nennen. Bee. Süß. Noch ein Mädchen. Und Bonnie. Oh. Und noch ein Junge. Das heißt, das Alphabet ist zu Ende mit den Jungs. Und wir haben Drillinge. Ja! Wir nennen ihn Zachary. Yes. So, Kids sind auf zur Schule. Das heißt, wir sind alleine. Die lernen jetzt fleißig. Mal gucken, ob die beiden vielleicht noch gealtert werden können. Und ja, die beiden mal schauen, was die so erreichen in ihrem Leben. Ich bin gekommen, um das neue Mitglied zu sehen. Brauchst du Hilfe? Du hast gerade entbunden. Du solltest dich ausruhen. Süß, aber du kommst leider nicht in den Raum rein. Aber ansonsten ist es eine sehr nette Tat. So, Xavi und Lavender sind Einserschüler und die anderen beiden sind Zweierschüler. Und I love you. Habt ihr richtig gut gemacht, ja? Alles Gute zum Geburtstag. Und er ist Kind des Meeres und möchte einen Seelenverwandten finden. Und auch Lavender wünsche ich alles Gute zum Geburtstag. Und sie ist Perfektionistin. Sie möchte eine weltbekannte Berühmtheit werden. Dann wird's nochmal Zeit für den Creator Sim. Huhu! Alle Babys heulen wieder gleichzeitig, man kennt's. Oh Mann, oh. Aber hey,
Unsere Zahl ist plus 3 gestiegen. Jetzt sind wir schon bei 63, ja? Oh, sehr schön. Sie kümmert sich einfach von sich direkt um ihr neues Projekt da. Finde ich sehr, sehr gut. Damit kommst du nämlich weiter im Leben. Oh, er kümmert sich auch um das Projekt. Das finde ich sehr, sehr nice. Aber ich würde sagen, jetzt ist wieder der Moment gekommen, wo der Part beendet ist. Und ich würde sagen, diesmal haben wir sehr, 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 sehr viel mehr erreicht als letztes Mal. Wir haben 3 Kinder bekommen, wir haben 4 Kinder gealtert. Das ist doch schon mal ein guter Weg in die richtige Richtung. Das ist irgendwie komisch, das so zu sagen, weil irgendwie klingt das falsch. Und ich glaube, es ist auch falsch, aber egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!